Man muss auf jeden Fall mal anerkennen, dass 2/3 bis 3/4 der Deutschen sich in den letzten 2 Jahren fast überwiegend vernünftig verhalten haben und solidarisch. Wir sind geboostert! Wir sind geboostert! Die wurden nur nicht vor der unvernünftigen Minderheit geschützt. Und ich will ja wieder aufs Schiff. Ich will ja verreisen. Wir wollen tanzen gehen, kegeln gehen. Alles, was uns Spaß macht. Und die Impfpflicht hätte schon längst sein müssen. Ich glaube, man muss lernen zu unterscheiden zwischen einer Freiheit, wo man nur für sich selber entscheidet, kann man machen, was man will. Man kann Drogen nehmen, man kann leben, wie man will. Das ist alles in Ordnung. Man kann aber rauchen. Man kann rauchen. Aber die Freiheit muss doch da beschneidbar sein, wo sie die Freiheit der anderen einschränkt. Freiheit heute heißt, den anderen nicht die Folgen der eigenen Lebensweise aufzuzwingen. Das gilt ökologisch, das gilt aber vor allem jetzt in dieser Pandemie. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen 2 Sorten von Freiheit und nicht zwischen Freiheit auf der einen und den Zwängen auf der anderen Seite. Der liebe Gott ist mit seinen Prüfungen für uns noch nicht am Ende.